Und ich nehme mal an, jetzt landen wir wieder auf der Normandie, oder? Dann müssen wir uns mal wieder zurückbegeben. Wahrscheinlicherweise. Oder kommen wir wieder auf Ilium raus? Das wäre mir am liebsten. Na? Auf Ilium, sehr gut. Okay, wir haben auch wieder das alte Team. Wenn du Team. Was unternehmen willst, ach nee, doch nicht. Könnten wir ja mal nach der Arbeit gemeinsam ein Video ansehen oder so. Oh, das ist wirklich nett, aber mir geht's gut. So eine kleine Trockenperiode bringt mich nicht um. Wir könnten uns Flotte und Flottille ansehen. Der hat Preise bekommen für seine Darstellung der Beziehungen zwischen Turianern und Quarianern. Wie auch immer, wenn es zum Schlimmsten kommt, ist in meinem Anzug ja das Nervenstimulationsprogramm eingebaut. Außerdem sollen die Liebesszenen sehr... Was? Ja, ja. Standardausstattung für jeden verantwortungsvollen Erwachsenen. Pass auf, ich schalte es mal ein. Entschuldigung, Mensch. Privatgespräch. Etwas mehr Abstand, bitte. Der arme Kerl, das ist so gemein. Der buhlt unglaublich um sie und will eigentlich nur ihre Aufmerksamkeit und will mit ihr zusammenkommen und sie bemerkt es nicht mal. Das ist so fies. Aber das ist ja öfter mal so, ne? Bei Freunden, bei denen dann ein Teil, ein Partner vielleicht der Freundschaft stärkere Gefühle für den anderen entwickelt, dass der andere es gar nicht bemerkt, weil er gar nicht auf die Idee kommt, dass das vielleicht passieren könnte. Haben Sie nichts Schickeres? Okay. Ich lasse den Volus jetzt mal einfach quatschen da unten. Gehe ich jetzt erstmal hier lang oder? Ne, wir gehen erstmal hoch. Dort gibt es nämlich Liara und ja, ich glaube, wir werden jetzt noch nicht weiter das Shadow Broker DLC verfolgen, sondern wir werden erstmal, glaube ich, einfach irgendjemanden rekrutieren. Hallo, Commander Shepard. Liara wird sich freuen, Sie zu sehen. Sind Sie Liaras Assistentin? Ja, Liara verlässt sich darauf, dass ich nützliche Informationen beschaffe. Ich habe weder ihr Netzwerk noch ihre Kontakte, aber ich versorge sie mit zusätzlichen, unterstützenden Daten. Es ist wirklich eine Ehre, für sie zu arbeiten. Wie ist Liaras Ruf hier auf Ilium? Sie ist hoch angesehen. In nur wenigen Jahren hat sie ein respektables Netzwerk von Verbindungen angelegt. Sie könnte aber noch weitaus mehr politischen Einfluss haben, wenn sie sich weniger auf ihre persönlichen Ziele konzentrieren würde. Aber davon sollte sie ihnen erzählen, nicht ich. Wir reden später weiter. Natürlich, Commander. Tja, es ist eigentlich schon erstaunlich, wenn wir uns überlegen, wie Liara im ersten Teil gewirkt hat. Da war sie sehr unbeholfen und hat eigentlich kaum soziale Kontakte gehabt, ne? Also, die hat ja eigentlich nur für ihre Forschung gelebt in den ersten 50 Jahren ihres Lebens oder so. Keine Ahnung, wie viel es waren. Oder hat 50 Jahre lang an den Proteanern geforscht, was ja für die Asari nicht viel ist. Und nun hat sie innerhalb von 2 Jahren ein wahnsinniges Netzwerk an Agenten aufgebaut, offenbar, mit denen sie hier Informationshandel betreibt, ganz wie der Shadow Broker, natürlich nicht ganz so erfolgreich wie der, aber ist selbst Informationshändlerin und es ist schon ein bisschen verwunderlich, weil man dazu doch schon, denke ich mal, ein bisschen soziales Geschick haben muss. Die Dame hat sich also verändert. Haben Sie schon mal eine Asari-Kommandoeinheit bekämpft? Wenige Menschen können das behaupten. Ich mach's mal ganz einfach. Entweder Sie bezahlen mich, oder ich ziehe Ihnen bei lebendigem Leib die Haut ab. Nur mit meinen Gedanken. Shepard! Nixeris, alle Anrufe abwimmeln. Shepard. Meine Quellen sagten zwar, dass Sie am Leben sind, aber ich habe es nicht geglaubt. Es freut mich sehr, Sie zu sehen. Den Spruch, den sie am Anfang losgelassen hat mit der Asari-Kommandoeinheit, wenn ich mich richtig entsinne, hat Benesia genau dasselbe gesagt, als wir sie auf Gnoveria konfrontiert haben. Und wir sehen schon, sie hat sich von der Art her schon ein bisschen verändert, ne? Da kommt auch schon mal ein bisschen Erpressung ins Spiel, wenn es denn sein muss. Haben Sie jetzt Quellen? Ein paar. Quellen, Kontakte, sogar ein paar Mietschläger. Ich arbeite als Informationsmaklerin. Ich bezahle damit meine Rechnungen, seit sie, in den letzten 2 Jahren. Und jetzt sind sie zurück und bekämpfen zusammen mit Cerberus die Kollektoren. Wenn Sie das wissen, ist Ihnen sicher auch bekannt, dass ich Ihre Hilfe brauchen könnte. Ich kann nicht, Shepard. Tut mir leid. Ich habe hier Verpflichtungen. Dinge, die ich erledigen muss. Was müssen Sie denn alles erledigen? Sind Sie in Schwierigkeiten? Nein, keine Schwierigkeiten. Aber in den 2 Jahren ist viel passiert. Während Sie weg waren, war ich beschäftigt. Und ich muss Schulden begleichen.
Hören Sie, wenn Sie mir schon helfen wollen, ich brauche einen erfahrenen Hacker, dem ich vertrauen kann. Wenn Sie an bestimmten Stellen auf Ilium die Sicherheitsvorkehrungen lahmlegen, könnten Sie mir die Information beschaffen, die ich brauche. Das würde mir sehr helfen. Worum geht es hier eigentlich, Liara? Können Sie nicht einfach offen mit mir reden? Das würde ich sehr gerne, Shepard. Es liegt nicht daran, dass ich Ihnen nicht vertraue. Aber das ist Ilium. Alles, was ich sage, wird vermutlich aufgezeichnet. Worum geht es hier eigentlich, Liara? Können Sie nicht einfach... Aber das ist Ilium. Alles, was ich sage, wird vermutlich aufgezeichnet. Es ist nicht schwierig, sich in einen Terminal zu hacken. Weshalb brauchen Sie mich dafür? Ich kann sonst niemandem vertrauen. Wenn Sie sich in den Sicherheitsknoten gehackt haben, sind die Daten noch nicht in Ihrem Besitz. Das führt nur zu einer kleinen Systemstörung. Sie haben dann nur wenig Zeit, um einen lokalen Server zu finden, von dem Sie aufgrund der Störung die Daten auf mein System uploaden können. Damit die Daten auf mein eigenes System importiert werden können, muss ich für diese kurze Zeit alle Verteidigungssysteme deaktivieren. Wenn es Ihnen hilft, werde ich mich darum kümmern. Wenn Sie sich an so einer Stelle reinhacken, wird in der Nähe kurzzeitig ein Server zugänglich, von dem Sie Daten downloaden können, wenn Sie sich beeilen. Danke, Shepard. Damit kann ich vielleicht eine große Schuld begleichen. So, das machen wir noch mit, aber danach werden wir das Ganze noch nicht weiter verfolgen, weil wir dann... beim Shadow Broker DLC einerseits hier auf Ilium was zu erledigen haben und andererseits wird danach aber die Story woanders hinführen und das würde ich gerne am Stück machen. Deshalb kümmern wir uns erstmal um Samara und Thane und werden uns dann erst der ganzen Story um den Shadow Broker widmen. Deshalb fragen wir erstmal, wo die sind. Es gibt eine Asari namens Samara hier auf Ilium. Wissen Sie, wo ich sie finden kann? Samara, ja. Sie ist vor kurzem angekommen und bei Überwachungsoffizier Dara gemeldet. Sie finden Dara im Transportzentrum. Warum muss sich Samara bei einem Überwachungsoffizier melden? Ist sie eine Kriminelle? Nein, ganz im Gegenteil. Samara ist eine Justikarin, gehört also zu einer alten Sekte von Asari-Kriegerinnen. Dara kann Ihnen mehr darüber erzählen. Ich suche Thane Krios. Er soll hier auf Ilium sein. Der Attentäter. Ja, der ist vor ein paar Tagen angekommen. Meine Quellen sagen, sein Ziel könnte möglicherweise die Firmendirektorin Nassana Dentius sein. Er hat eine Frau namens Serena kontaktiert. Serena hat ein Büro auf den Frachttransportebenen. Sie kann Ihnen vielleicht sagen, wo Krios ist. Ja, Nassana Dentius kennen wir noch. Die ist im ersten Teil mit, haben wir die auch schon gesehen. Das war die Dame, die wir im Präsidiumsbereich in der Bar getroffen haben, deren Schwester bei Piraten war, die wir dann ausgeschaltet haben. Das müsste Nassana Dentius gewesen sein, wenn ich mich recht entsinne. Und das ist Ihnen einfach alles so eingefallen? Ich bin eine gute Informationsmaklerin, Shepard. Die Welt der Intrigen ähnelt in vieler Hinsicht einer Ausgrabungsstätte, nur dass die Leichen frischer sind und noch stinken. Danke für die Hilfe, mehr wollte ich nicht wissen. Kein Problem. Wenn ich sonst wie behilflich sein kann, sagen Sie einfach Bescheid. Wie läuft's bei Ihnen so? Jeder braucht Informationen, Shepard. Wollen Sie wissen, warum ich nicht alles stehen und liegen lasse und mit Ihnen komme? Weil ich diese Daten brauche. Es sollte um Freundschaft oder um Vertrauen gehen. Aber so funktioniert das hier auf Ilium nicht. Lassen Sie es mich wissen, wenn Sie sich in diese Terminals hacken. Falls Sie das tun, kann ich danach mit Ihnen reden. Worum geht es hier eigentlich, Liara? Können Sie nicht einfach offen mit mir reden? Das würde ich sehr gerne, Shepard. Es liegt nicht daran, dass ich Ihnen nicht vertraue. Aber das ist Ilium. Alles, das was ich sage... Darum geht es hier eigentlich. Das hatten wir doch alles Ilium. Schon, oder? Alles, was ich sage, wird vermutlich... Ja, das hatten wir alles schon. Wenn es Ihnen hilft, werde ich mich darum kümmern. Danke, Shepard. Damit Warum kann ich mir das nochmal anhören? Ich weiß es nicht. Wir reden später, Liara. Gut, mit Serena reden... Das ist für... Geh mal weg bitte, Miranda. Und zum Transport-Hub gehen. Haben wir jetzt also die Orte rausgefunden, zu denen wir gehen müssen, um unsere Leute zu rekrutieren. Aber wir wollen mal ganz kurz erstmal die Sicherheitsknoten hier machen. Oh, wir können noch mit Modin hier am Ausblick reden. Gebäudestruktur der Asari erinnert an Bienenstöcke. Hohe Türme voller Drohnen. Seltsame soziale Dynamik. Viele Königinnen kämpfen um die Herrschaft über den Stock. Seltsame Gefühle in der Nähe der Asari. Ungewohnt. Erinnerungen an frühere Verhandlungen über Fruchtbarkeitsverträge. Okay, die Asari scheint es also irgendwie zu schaffen, die selbst einen Salarianer ein bisschen rattig zu machen. Entschuldigung, ich plage mich gerade mit den verdammten Reisebürokraten auf Ilium herum.
Ach, ist das die Dame, die ihr Amulett verloren hat? Sollten Sie ihnen dabei helfen, dieses Medaillon zu finden? Oh, Steven! Danke. Vielen Dank. Meine Tochter war noch klein, als er starb. Das ist ihr einziges Andenken an ihn. Bitte, nehmen Sie das. Es ist viel weniger, als ich den Bürokraten hätte zahlen müssen, um eine Suche zu veranlassen. 40 Erfahrungspunkte, yay! Vorbildpunkte gibt's auch und 500 Credits. Wow, doch so viel, ist ja Wahnsinn. Wie können Sie nach den Angriffen auf die Kolonien der Menschen okay, wir müssen bloß mal schauen, wo wir jetzt eigentlich hin müssen. Das war doch gleich hier, oder? Würde ich denken. Bilde ich mir das nur ein? Moment, ich schau mal kurz auf der Karte. Oh, hier. Aber sind Sie sicher, dass die ich habe hier auf die Karte bei dem Mass Effect 2 geschaut, glaube ich. Okay, Tor Selbstverteidigung, was? Ach so, das sind Läden, okay. Erinnerungen an Ilium? Da könnten wir eigentlich mal hingehen. Da waren wir auch noch gar nicht bisher. Da müssen wir hier unten dann mal durchgehen. Ich suche aber eigentlich nach den Orten für die Hackerei. Okay, dann müssen wir mal ganz kurz hier... Wo ist denn das? JKL? Nee, wo habe ich denn? Ach, ich glaube, es ist einfach hier mit Dingens mit, ne? Tagebuch. So, machen wir das einfach mal so. Aufträge. Und zwar... Steht das offenbar nicht hier, oder? Ankunft? Was ist denn Ankunft? Ach, das war ein DLC, glaube ich. Ja, ja. Overlord, Abschluss der Normandy. Wo ist denn das? Bei Missionen? Hier vielleicht? Kollektoren aufhalten? Nee. Tja, hier! Systeme hacken. Das wollte ich doch haben. Zeig mal. Sicherheitsterminals lokalisieren und hacken, dann die empfindlichen Daten in der Nähe finden und zu Lyra uploaden. Ja, danke, dass ihr mir doch so viel anzeigt dabei. Ist ja super. Die waren doch hier irgendwo, oder? Ich schau mal noch ganz kurz hinten im Café nach. So, während draußen die Werbung läuft hier, galaktische Nachrichten interessieren uns gerade mal nicht. So, haben wir denn hier irgendwo ein Hack-Terminal-Dingens? Diese Dinger hier sollten es eigentlich sein. Ich bin auch der Meinung, dass das hier eins davon war. Und dann sagt er, oh, schon in Ordnung. Unsere Aminosäure. So, das kennen wir schon, da sind wir auch schon durch mit dem Gespräch. Hier ist auch nichts mehr, okay. Ich sage dir, genau deshalb solltest du nicht mit Menschen ausgehen. Der Junggesellenabschied interessiert uns auch nicht mehr. Also eigentlich ist hier nichts mehr hier hinten. Na gut. Zumal du eine Quarianerin bist. Wie konnte er nur so unsensibel sein? Warum kommt das so laut auf einmal? Ich weiß es nicht. Wir sind schon sonst wie weit weg von denen. Na gut. Dann gehen wir einfach mal weiter. Mich wundert es gerade sehr, dass wir hier momentan noch nichts machen können. Aber gut, dann lassen wir das erstmal. Wir haben ja noch einiges anderes zu tun. Okay, schauen wir mal hier. Und ich hoffe mal, dass wir hier auch irgendwo... Okay, reden wir mal erst zu dem hier. Ich weiß, dass die Daten für die Familie Kirosa sehr wichtig sind. Lassana Dentius hat uns nicht mal Zeit zum Packen gelassen. Ich kann von Glück reden, dass ich überhaupt rausgekommen bin. Ihre Söldner haben plötzlich das Feuer eröffnet. Wenn sie uns nochmal reinlässt, hole ich alles. Wenn nicht, können wir nur noch hoffen. Entschuldigung, aber das ist ein wichtiges Gespräch. Ja, Entschuldigung, aber wir haben mitgehört, er hat irgendwas mit Lassana Dentius zu tun. Und Lassana Dentius wird ja sowieso ein Thema für uns sein, wenn wir gleich wegen Thane Kyrios unterwegs sind. Und da ich jetzt gerade keine Ahnung habe, wo wir hin müssen für das Shadow Broker Quest, was mich eigentlich ein bisschen wundert, ich hätte gedacht, das wäre mit von gewesen. Gut, egal. Würde ich sagen, wir kümmern uns erstmal um Thane und werden den jetzt rekrutieren. Serena? Wer will das wissen? Ich heiße Shepard. Lyra Tassoni sagte, sie hätten vielleicht Informationen über Thane Kyrios. Tanner, machen Sie für mich weiter. Hierüber. Ja, ich weiß, wer Thane Kyrios ist. Ich habe ihm Informationen gegeben, aber ihn nicht angeheuert. Was wollen Sie wissen? Vielleicht könnten Sie mir helfen, ihn zu finden. Ich kann es Ihnen sagen, aber Sie werden ihn nicht aufhalten. Als er mich kontaktierte, habe ich ihn überprüft. Er hat bisher jeden Job zu Ende gebracht. Ich war für die Sicherheit von Lassana Dentius zuständig. Aber dann fand ich raus, dass sie Leute umlegt, um ihre schmutzigen Geheimnisse zu wahren. Als ich sie damit konfrontierte, hat sie mich gefeuert.
Selber schuld. Ich hätte Thane vielleicht davon abhalten können, sie umzulegen. Tja, das hat sie mit uns ja damals auch schon gemacht. Wir sollten ja auch für sie die Piratin töten, die ihre Schwester war. Aber wir haben das schon gemacht, bevor sie uns den Auftrag gegeben hat. Wenn sie dort gearbeitet haben, müssen sie doch wissen, wie viel Widerstand ihn dort erwartet. Eclipse-Söldner, Hightech-Killer. Undiszipliniert, aber bestens ausgerüstet. Denen ist egal, wen sie töten, solange sie dafür bezahlt werden. Auf Thane wartet ein ordentliches Empfangskommando. Ich habe ihm alles gesagt, was ich wusste. Es schien ihn nicht zu beunruhigen. Warum kommt mir dieser Name so bekannt vor? Sie war vor ein paar Jahren Repräsentantin auf der Citadel. Stimmt. Sie ließ mich ihre Schwester töten, die Sklavenhändlerin. Ich dachte immer, das sei nur ein Gerücht. Nun, dann wissen Sie ja, wozu sie fähig ist. Hier auf Nos Astra hat sie sogar noch mehr Macht. Damit hält sie ihre Freunde unter Kontrolle und bringt ihre Feinde um. Also, wo finde ich Thane? In den Dantius Towers, Penthouse von Turm 1. Es gibt einen zweiten Turm, an dem noch gebaut wird. Wenn Ihr Freund clever ist, geht er von da aus rein. Also müssten Sie ihn dort finden. Das klingt nicht danach, als würde Nassana mich einfach so reinlassen. Sie ist ebenso klug wie paranoid. Ohne Kampf kommt da keiner rein oder raus. Ich kann Sie reinbringen, aber Sie haben nur einen Versuch. Sie sollten sich gut vorbereiten. Wissen Sie sonst noch etwas über Thane? Nicht viel. Er hat gesagt, er würde das nicht für Geld machen. Niemand hat ihn angeheuert. Ich wollte wissen, wem ich da helfe, und er sagte, er mache das aus eigenem Antrieb, um in seinem Leben das Gleichgewicht wiederherzustellen. Ich weiß nicht, vielleicht ist er verrückt. Aber wenn er Nassana umlegt, sind mir seine Gründe völlig egal. Sie bieten einfach so Ihre Hilfe an, ohne Hintergedanken? Sie werden nach Thane suchen, und Nassanas Söldner werden versuchen, sie aufzuhalten. Wenigstens lenken sie dann ihre Wachen ab. Sie geraten unter Feuer und Thane kriegt freies Schussfeld. Ich habe ihn nicht angeheuert, Nassana umzulegen, aber ich werde nicht weinen, wenn sie bekommt, was sie verdient hat. Dann lassen Sie uns gehen. Gut. Ich habe diesen ganzen Mist so satt. Wir gehen heute Abend, sobald die Schichtarbeiter Turm 2 verlassen haben. Alles klar. Also auf in die Dantius Towers und dann wollen wir mal schauen, ob wir Thane finden können. Gut, wen nehmen wir mit? Bei Miranda können wir jetzt das Outfit wechseln. Genau, da haben wir das eine vom DLC, das normale, und jetzt auch das in schwarz. Das gefällt mir bald sogar besser, muss ich sagen. Und ich werde sie aber nicht mitnehmen. Ich wollte sie bloß umziehen. Einfach nur, weil wir es können. Gut, Tali hatte, ich muss mal ganz kurz gucken bei Tali. Ah, die hatte keine Überlastung, aber ich glaube Garrus hatte eine, oder? Ja, der hat Überlastung. Dann nehme ich Garrus mit und. Wir hatten Jack auch noch gar nicht ausprobiert, ne? Schockwelle. Oder nehme ich die doch mit? Es wäre eigentlich nicht schlecht, noch einen zweiten mit Überlastung zu haben, ne? Wir haben auch Grunt noch nicht ausprobiert. Was kann Jacob? Ach ja, der war ja Biotiker, stimmt ja. Ne, ich nehme mal Kazumi mit, oder? Kazumi hat doch auch die Überlastung. Genau, nehmen wir die zwei. Ne, warte mal, nochmal abbrechen kurz. Kazumi haben wir auch noch gar nicht gesehen im neuen Outfit. Das sieht so aus. Warum nicht? Nehmen wir das doch mal. Und wen hat das zweite? Garrus. So, neues Team. Los geht's. Wenn wir wieder so viele Eclipse-Söldner haben, dann werden wir wahrscheinlicherweise auch wieder einige Schilde zu überlasten haben. Deshalb meine Wahl. Und ich gebe noch was auf den turianischen Rebellen. Bei Kazumi können wir nichts ausgeben. Okay, los geht's. Die Waffen sollten soweit klar sein. Ja. Dann können wir starten. Die Türme sind schwer bewacht und wenn sie sich dem Penthouse nähern, werden sie auf mehr Widerstand stoßen. Was den Attentäter angeht, wollen Sie ihn aufhalten? Ich will nur dafür sorgen, dass er überlebt. Dantius Tower. Sie müssen den zweiten Turm rauf und dann über die Brücke rüber zum Penthouse. Ihre Söldner werden sie alle paar Meter angreifen. Aber es ist ihre beste Chance. Warum sparen wir uns nicht die Zeit und fliegen mit dem Shuttle rauf? Weil Söldner mit Raketen genau darauf warten. Sie kämen vielleicht bis auf halbe Höhe, bevor man sie abschießen würde.
Außerdem nimmt ihr Attentäter garantiert einen anderen Weg. Unauffällig ist die bessere Lösung. Noch einen letzten Hinweis zu den Türmen? Die Eclipse-Söldner haben sich mittlerweile bestimmt gut verschanzt. Sie wollen Esserna keinesfalls enttäuschen. Es gibt keine automatische Verteidigung oder Fallen. Achten Sie nur auf alles, was sich bewegt. Also gut, gehen wir's an. Moment! Viel Glück, Shepard. Ich brauche kein Glück. Ich habe Können, sagte der Groß kurz bevor er abgeschossen wurde. Okay, ich glaube, es war eine gute Entscheidung, zwei Leute mit Überlastung mitzunehmen. Dann wollen wir mal. Oh, da war noch die Scheibe dazwischen. Okay, klatschen wir erstmal die zwei Hundis weg. Und jetzt können wir uns um die da kümmern. So, schön, haut's nämlich gleich beide weg. Wir haben ja die wunderbare Bereichswirkung. So, das war's für den. Hier draußen wird's wahrscheinlich sonst nichts mehr geben, also rein da. Okay, natürlich ist alles noch im Bau, ne? Deswegen sieht's ein bisschen chaotisch aus. Aber ich sag mal so, wir werden, obwohl das Ganze noch im Bau ist, doch einige Leute hier treffen drin. Hilfe! Er ist noch am Leben. Ich spüre meine Füße nicht. Meine Brust bringt mich um. Wer hat Ihnen das angetan? Und warum? Wir sind nur die Nachtschicht. Nassada hat sie auf uns gehetzt. Sie hat die Max geschickt, um uns zusammenzutreiben. Aber wir haben nicht gehört. Sie haben einfach das Feuer eröffnet. Sie haben sie einfach angegriffen? Ja, wir waren zu langsam. Es war schrecklich. Alle haben geschrien. Die Söldner sagten, es dulde keinen Aufschub. Nassana wollte uns aus dem Weg haben. Sofort. Dann... Die Hunde. Er wird nicht überleben, wenn wir ihm nicht helfen. Ich kann nicht atmen. Hier. Das sollte die Schmerzen lindern und sie am Leben halten, bis Hilfe eintrifft. Danke, das hilft. Sehr. Lassen Sie sich Zeit. Ich glaube, es geht mir besser. Finden Sie die anderen Arbeiter. Helfen Sie ihnen. Ich muss rauf zum Penthouse. Vorschläge? Nehmen Sie den Wartungsaufzug in die oberen Etagen. Die Brücke zwischen den Türmen ist noch nicht fertig. Aber wenn Sie vorsichtig sind, achten Sie auf die Söldner. Die sind überall. Wissen Sie, wie viele Söldner Nassana hat? Viele. Dutzende von ihnen haben den ganzen Tag hier patrouilliert. Je weiter sie raufgehen, desto mehr werden sie treffen. Warum sollte Nassana ihre eigenen Arbeiter töten? Für sie sind wir entbehrlich. Aber mir war nicht klar, dass sie so skrupellos ist. Meine Freunde, Kollegen, niedergemetzelt. Sie sprangen von den Vorsprüngen, um den Hunden zu entkommen. Ich tue, was ich kann. Danke. Los, weiter. Tja, Nassana ist absolut brutal und gewissenlos. Und ich habe gerade drüber gestaunt, die Salarianer haben ja doch kein rotes Blut, sondern grünes. Da hatte ich vorhin, als ich drüber philosophiert hatte, mit den Quarianern und den Turianern was Falsches gesagt. Aber gut, egal. Wir kümmern uns mal drum. Und ich stelle es mir absolut grausam vor, aus Angst davor, von irgendwas getötet zu werden, in den Abgrund zu springen. Also das gab es ja auch, als damals das World Trade Center angegriffen wurde. Da sind ja tatsächlich auch Leute aus den Fenstern gesprungen, weil sie nicht verbrennen wollten. Und ich stelle mir das unglaublich grausam vor, wenn man vor so einer Wahl steht dann. Wenn man so verzweifelt ist, dass man das tut. Also das ist echt übel. Umso grausamer ist es, was Nassana hier tut. Auch wenn wir noch nicht so richtig wissen, warum eigentlich. Das habe ich jetzt noch nicht so ganz gecheckt.